Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir hier im Raum und herzlich willkommen auch von mir euch zu Hause an den Bildschirmen. Schön, dass ihr zugeschaltet habt und dass wir heute wieder gemeinsam Gottes Wort lesen und daraus etwas lernen dürfen. Im Kolosserbrief sind wir ja dem alles überragenden Gott auf der Spur, der sich uns in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat und zu uns durch sein Wort spricht. Das wollen wir auch heute erwarten, wenn wir sein Wort öffnen und darin lesen. In der letzten Predigt hörten wir davon, dass dieser überragende Gott uns einlädt, ihn immer mehr und besser zu erkennen. Und unser heutiger Text fügt sich ohne Unterbrechung daran an und fokussiert sich nun auf den Sohn seiner Liebe, von dem wir am Ende unseres letzten Textes gelesen haben, nämlich auf Jesus. Was Paulus in einem anderen Brief beschreibt an die Galater, eine andere Situation, deshalb fängt das auch ein bisschen heftig an, wo er schreibt: Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Und genau das geschieht in unserem Text heute. Paulus will den Kolossern und uns quasi Christus vor Augen malen, seine Größe, seine Erhabenheit, seine Schönheit. Ich weiß nicht, wer von euch gerne in Museen geht, ich weiß auch nicht, ob das Bild halbwegs zu erkennen, natürlich nicht zu erkennen, also hier ist es schön zu sehen. Wer in Museen geht, also ich bin nicht direkt der Museumsgänger, aber so manche Bilder, die sind schon gigantisch. Und damit meine ich dann auch eher weniger diese kleineren, sondern so diese riesengroße Gemälde, wo so viele Dinge zu entdecken ist, dass man kaum Zeit hat, wenn man nicht all noch die anderen Gemälde in dem jeweiligen Museum anschauen möchte. Für Kinder kann man das vielleicht noch ein bisschen anders erklären. Ali Mitgutsch ist vielleicht einigen unter uns bekannt. Er hat ja diese Wimmelbücher kreiert. Also ich liebe diese Bücher und mit meinen Enkeln schaue ich die immer wieder gerne an, weil es auf diesen Bildern, da ist im Grunde genommen kein Text, aber eben viel zu sehen, viel zu entdecken. Und das ist vielleicht ein anderer Vergleich mit dem, was Paulus in seinen Briefen macht. Und im Grunde genommen, wenn man alle Briefe des Paulus zusammennimmt, hat man immer noch nicht alle Facetten der Erhabenheit und Größe Gottes. Es wird auch danach, darüber hinaus, immer noch Dinge zu entdecken geben. Aber die Bibel, die wir in der Hand halten, ist im Grunde genommen kein Dokument der Altertumsgeschichte oder der Antike, kein Dokument der Völkerkunde, sondern ein Dokument der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen. Und darin wird einer besonders groß gemacht. Und das ist der Sohn seiner Liebe. Das ist Jesus Christus, unser Herr. Und wir lesen heute, schlagt gerne eure Bibeln auf, wenn ihr sie dabei habt und auch zu Hause, Kolosser, Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Ich werde aber Vers 14 nochmal mit dazu lesen, weil im Grunde genommen der Text dort nahtlos anschließt und in Vers 14 ja schon ein Aspekt von Jesu Größe und Erhabenheit dokumentiert ist. Da heißt es nämlich: in Christus, wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde,
die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Soweit Gottes Wort an diesem heutigen Sonntag. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder und Schätze an seinem Gesetz. Mein Predigtthema ist heute zugegebenermaßen etwas länger. Manche von euch schreiben vielleicht mit, dann kann man sich später in Ruhe nochmal nachlesen. Die Erhabenheit der Person Jesu und seines Werkes gilt es zu erkennen und auf unser Leben anzuwenden. Darum geht es. Darum geht es im Grunde genommen immer, aber heute eben in einer ganz besonderen Weise, was unser Textabschnitt angeht. Und ich habe im Grunde genommen euch nur zwei Fragen mitgebracht, die ich versuche zu beantworten. Das eine ist die Frage, wer ist wie er? Und damit steigen wir auch ein. Wer ist wie er? Wie der, der hier beschrieben wird? Und ich hoffe, dass wir alle die Antwort auf diese kurze Frage auch finden. Ich glaube, ihr habt alle schon mal diese Werbung gesehen oder manchmal wird das auch in Sketchen im Fernsehen verarbeitet, wo sich zwei Leute treffen und der eine trumpft dann auf, zeigt Bilder, mein Haus, meine Yacht, mein Auto. Und dann werden da diese prunkvollen Stücke kurz abgebildet. Und ich glaube, wir sind alle nicht so ganz frei davon, das, was wir haben, was wir erarbeitet haben, was wir uns doch verdient haben, das auch anderen zu zeigen und irgendwo auch deutlich zu machen, ja, dass aus uns was geworden ist. Was wir haben, was wir vorzeigen können, was uns Anerkennung verschafft bei anderen Menschen, vielleicht auch ein Stück weit Sicherheit. Nun, wir Menschen stellen uns oft durch das dar, was wir besitzen bzw. was wir uns leisten können. Darin sehen viele Menschen ihren Wert und ihre Sicherheit. Paulus wies die Kolosser im Gegensatz dazu darauf hin, dass sie in Christus sind und damit im Grunde genommen alles besitzen. In Christus, das hat er schon ganz am Anfang in Vers 2 deutlich gemacht, das ist ihre Ortsbestimmung. Ihre Ortsangabe, das ist ihre Berufung, ihre Identität, da wo sie Christus als ihren Herrn und Retter kennengelernt haben. Er ist es, der deinem Leben Würde und Wert verleiht. Er ist es, der allein deinem Leben Sicherheit zu geben vermag. Er allein ist es, der dir Anerkennung, Wertschätzung gibt. Er allein ist es, dem es zu vertrauen gilt. Nachdem Paulus bereits in Vers 14 Jesus als den Erlöser dargestellt hat, der uns unsere Sünden vergibt, malt er uns nun Christus mit 7 weiteren Bildmotiven vor Augen.
Die wollen wir uns gleich kurz anschauen. Und sie alle haben das Ziel, und ich hoffe ein wenig, dass es mir gelingt, uns neu über diesen Jesus staunen zu lassen. Staunen zu lassen über die unvergleichliche Größe unseres Herrn, dem niemand gleicht. Paulus schreibt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Man könnte auch Ebenbild sagen. Dieses griechische Wort Icon bedeutet gleich sein, gleichen. Es bezeichnet im Grunde genommen oder wird oft gebraucht für eine plastische Darstellung. Ein Bild zum Beispiel eines Menschen auf Gold oder Silber geprägt. Ich habe euch hier mal zwei Münzen mitgebracht. Oder auf einem anderen Material. Also das auf der Münze eingeprägte Brustbild eines Herrschers zum Beispiel. Der Begriff Icon, Bild, verlangt immer einen Vorgänger oder einen Vorläufer, dem es nicht nur gleicht, sondern den es auch abbildet. Und bei Christus ist es so, dass der Sohn Icon, Bild Gottes ist, was sein Verhältnis als Sohn zum Vater anzeigt. Und da ist die Ähnlichkeit inbegriffen. Allein aus diesem Grund kann Jesus zu seinen Jüngern sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Christus ist also die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes. Er ist gleich im Wesen mit dem Vater. Können wir ein Stück weit ermessen, was das für uns bedeutet? Dieser Jesus, der uns in seinem Wort begegnet, sich dort offenbart, er offenbart uns zugleich das Wesen des unsichtbaren Gottes. Wenn wir ihn nicht hätten, wüssten wir nichts von Gott. Das ist ganz wichtig. Deshalb ist es auch so wichtig, nicht allein immer nur von Gott zu reden, so in der Allgemeinform, sondern irgendwo auch da, wo eine Beziehung vorhanden ist, von Jesus zu sprechen, weil er ist es, durch den wir einen Blick haben von der Herrlichkeit und von den Wesenseigenschaften Gottes. Auf ihn gilt es, sich zu fokussieren. Natürlich dürfen wir den Vater anbeten. Das Vaterunser werden wir vielleicht heute auch noch nach dem Abendmahl gemeinsam beten. Aber der Vater und auch der Heilige Geist, ich glaube, diesen anderen beiden Personen der Dreieinigkeit Gottes ist so sehr daran gelegen, uns Jesus groß zu machen und mit ihm diese intensive Beziehung zu pflegen. Gehen wir weiter. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Das Wort aller könnt ihr, wenn ihr mitschreibt, unterstreichen. Das griechische Wort prototokos wird in der Bibel fast immer auf Christus bezogen. Und hier wird er der Erstgezeugte oder Erstgeborene der ganzen Schöpfung genannt, nicht nur, weil er vor allen Dingen ist und alle Dinge im Himmel und auf Erden durch ihn geschaffen wurden, sondern auch, weil er dazu vorherbestimmt war, alle Dinge zu erben und in allen Dingen den Vorrang zu haben, da alles in ihm, das heißt in der Kraft seiner Person und durch ihn geschaffen sind. Bei Erstgeborener oder Erstgezeugter haben wir natürlich von unserem Verständnis immer gleich eine Geburt vor Augen. Da muss ja irgendwas einen Anfang gehabt haben, so wie wir uns heute über die Geburt von Timothy Derksen mitgefreut haben. Das ist aber hier in diesem Begriff nicht gemeint, dass Jesus irgendwann einen bestimmten Anfang gehabt hat und deshalb Sohn Gottes
genannt wird. Es bedeutet nicht eine notwendige Entstehungsgeschichte, Zeugung oder Erschaffung, sondern es geht an dieser Stelle um den Rang, um seine Stellung, nicht um ihn als Geschöpf Gottes. Also keine zeitliche Bestimmung, sondern eine Hervorhebung der Stellung. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig zu unterscheiden, damit man diese Begrifflichkeit eben richtig einordnet. Und zu diesem Begriff erfolgt dann in den Versen 16 und 17 eine weitere Erklärung mit dem Wörtchen denn eingeleitet. Und da werden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal eine Auflistung, eine Betonung von Paulus den Kolossern vorgestellt, wie das, was er vorher gesagt hat, nochmal zu fassen ist. Alles ist in ihm geschaffen worden, in Christus. Das heißt, in der Kraft seiner Person. Und das griechische Wort ktizo bedeutet schaffen oder aus dem Nichts hervorbringen. Und hier haben wir eine wunderbare Brücke zum Alten Testament, zu Genesis 1, wo wir auch diesen hebräischen Begriff des Erschaffens aus dem Nichts haben, wenn Gott eben sein Wort spricht und Dinge sind da. Gott braucht nicht Material, Gott braucht nicht Materie, um daraus etwas herzustellen. Er spricht und es geschieht. Ein zweites, und manches hört sich für unsere Ohren doppelt gemoppelt an, aber ich glaube, Paulus will hier schon feine Unterschiede herausarbeiten. Alles ist, das nennt er als zweites, durch ihn geschaffen worden. In ihm, in der Kraft seiner Person und durch ihn. Als drittes, alles ist zu ihm hin, für ihn geschaffen worden. Und hier sehen wir das Schöpfungsziel. Und wir können das nicht oft genug betonen, was Jesaja in seinem großartigen Buch beschreibt. Jesaja 43 können wir vielleicht mal kurz aufschlagen. Die Verse 5 bis 7 lese ich da. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her werde ich deine Nachkommen bringen und vom Niedergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist, und jetzt kommt das Wichtige, und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet und gemacht habe. Das ist das Schöpfungsziel mit uns Menschen. Wir sind geschaffen zur Verherrlichung des dreieinigen Gottes. Und deshalb schreibt Paulus das. Alles ist zu ihm hin, für Christus, auf ihn hin geschaffen worden. Ein weiteres, alles besteht durch ihn. Wenn Jesus jetzt seine Gnade und seine Kraft wegnehmen würde, würde alles zerfallen. Nicht nur unser Sonnensystem und die Erde, auf der wir leben, die kompletten Galaxien, alles hält er durch das machtvolle Wort. Zumindest beschreibt der Hebräerbrief, schreibe das in einer ähnlichen Weise. Ganz am Anfang seines Briefes in Kapitel 1, da heißt es, dass Gott durch den Sohn am Ende dieser Tage zu uns geredet hat, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das ist das, was wir gerade besprochen haben. Und dann, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, und dann geht der Text eben weiter, also alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend.
Er trägt unser Leben. Er hält es fest. Können wir uns dieses gewaltige überhaupt vor Augen stellen lassen? Ein Ausleger hat das so runtergebrochen, der gesagt hat, er hat den Nägeln die Macht und die Fähigkeit gegeben, seinen Leib am Kreuz zu halten. Das war letztendlich seine eigene Macht, die dem Holz die Kraft gegeben hat, ihn zu tragen. Also wir können das auf die Galaxien beziehen, bis hinein in die kleinsten Dinge unseres Alltags. Jesus erhält alles. Das ist die Botschaft dieses kurzen Abschnitts. Ohne ihn würde alles vergehen, zerfallen, ins Chaos stürzen. Und dann ist es kein Wunder, wenn dann auch gesagt wird, er ist vor allem. Und hier wird eben der Gegensatz zu dem deutlich, was wir oft bei Erstgeborener, Erstgezeugter so vor Augen haben, als ein geschaffenes Wesen. Nein, Jesus ist präexistent. Er war schon immer da, weil er Gott ist. Er ist vor allem, was durch ihn geschaffen worden ist. Und das alles in unserem Text bedeutet hier an dieser Stelle wirklich alles ohne Ausnahme. Es gibt Worte, die wir mit alle lesen in unserer deutschen Bibel, die aber nicht immer alles auch meinen. Aber an dieser Stelle ist wirklich alles ohne Ausnahme gemeint. Was heißt das letztlich, um das auf den Punkt zu bringen? Und ich denke, das ist schon großartig genug, das vor Augen zu uns zu führen. Wenn wir im Alten Testament über die Schöpfung lesen, dann ist Jesus hier am Werk. Er ist Schöpfer. Er ist der, der die Welt ins Dasein rief. Schauen wir uns einen dritten Bildausschnitt an. Er ist das Haupt des Leibes. Ich habe hier in Klammern geschrieben, denn nicht das, darauf geht Paulus dann ja ein, nämlich seiner Gemeinde. Das griechische Wort Kephale meint den Kopf, klar. Ohne Haupt, ohne Kopf, ich glaube, das können wir uns alle gut vorstellen, ist der Leib, der Körper, nicht lebensfähig. Hier befindet sich die Leitzentrale. Das Herz ist auch wichtig, dass das Blut eben pumpt, aber das Gehirn ist eben auch entscheidend. Also der Kopf ist wichtig auch für unseren ganz normalen Körper. Und jetzt wird von Jesus gesagt, er ist das Haupt, der Kopf seines Leibes, nämlich der Gemeinde. Und jetzt merken wir, wie verbunden wir mit ihm sind. Jesus der Kopf, der Rest, sage ich jetzt mal ein bisschen lapidar, ist die Gemeinde. Ja? Sein Leib. Und dann frage ich mich, wie kommen dann Leute auf die Idee, Christen, die sagen, mit Jesus, mit mir und Jesus ist alles in Ordnung. Nur mit seiner Gemeinde kann ich nicht so viel anfangen. Die brauche ich nicht. Also diese Aussage oder ähnliche Aussagen, die sind mit dem Neuen Testament, mit den Aussagen über Jesus und seiner Gemeinde absolut nicht zu vereinbaren. Wenn du nichts mit seiner Gemeinde anfangen kannst, dann hast du keine Beziehung zu Jesus. Das funktioniert nicht. Es kann sein, dass du mit einer bestimmten Ortsgemeinde deine Liebe, Mühe und Not hast. Das mag sein. Aber zu sagen, ich brauche überhaupt keine Gemeinde und Gemeinschaft, um Jesus nachzufolgen. Also das ist ein ganz trefflicher Winkelzug des Satans. Aber keine biblische fundierte Botschaft. Das sage ich jetzt nicht in erster Linie zu euch, ihr seid ja heute Morgen hier. Aber wenn ihr mal mit Geschwistern zu tun habt, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer
auf solche Aussagen kommen, das wird nicht funktionieren. Dann wird man früher oder später geistlich tot sein. Also, Jesus ist das Haupt des Leibes seiner Gemeinde, griechisch Ekklesia, die Herausgerufenen. Gemeinde, mit ihm, mit Jesus hat ja Gemeinde erst angefangen. Hier denken wir an Karfreitag, sein Sterben am Kreuz war die notwendige Voraussetzung, natürlich erstmal sein Kommen auf diese Erde, aber dann Karfreitag, Ostern seine Auferstehung und dann durch das Hinabkommen des Heiligen Geistes die Entstehung der Gemeinde zu Pfingsten. Ein Werk unseres Herrn. Auch wenn natürlich die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, dort sein besonderes Werk getan hat. Auch in dem einzelnen Gläubigen das Werk der Wiedergeburt schenken musste. Und dennoch wird hier deutlich, Jesus ist der Herr, das Haupt dieser Gemeinde, die dort ihren Anfang genommen hat. Er ist ihr Begründer. Deshalb kann Hebräer in dem Text, den Joachim vorgelesen hat, eben auch schreiben, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Die Gemeinde muss dann notwendigerweise auch vom Haupt regiert werden. Er muss das Sagen haben. Und das ist eine Riesenherausforderung an uns, immer wieder neu an uns als Ältestenschaft, aber auch an euch als Mitglieder der Gemeinde. Lassen wir uns von Jesus sagen, was Sache ist. Lassen wir uns korrigieren in unseren Einstellungen, in unseren Verhaltensweisen, in unseren theologischen Auseinandersetzungen. Es gilt immer wieder neu, bei ihm nachzufragen, sich von ihm leiten und notfalls auch korrigieren zu lassen. Und wenn Jesus das Haupt ist, dann verbürgt er für Einheit und ersetzt die Einheit. Und auch hier ein ganz fataler Gedanke, den wir auch oft in christlichen Gemeinden vorfinden, dass wir nach Einheit streben sollen, steht nirgendwo im Neuen Testament. Er setzt die Einheit voraus. Und die Einheit findet da statt, wo er das Haupt ist, wo eine Beziehung zu ihm, eine lebendige Beziehung zu ihm besteht. Und dann müssen wir nicht nach Einheit suchen und dann eben gucken, dass wir mit allen möglichen Gemeinschaften zusammenarbeiten können oder auch nicht. Das ist dann gar nicht die maßgebende Frage, sondern ist Christus im Zentrum? Ist er das Haupt? Dann spielt die Denomination eine deutlich untergeordnete Rolle. Er muss im Zentrum stehen. Und daran wird deutlich, dass Gemeinde in erster Linie eben nicht eine Organisation ist, hoffentlich auch nicht in Freikirchen, sondern ein Organismus, ein hoffentlich lebendiger Organismus, der sicherlich auch mal kränkelt an der einen oder anderen Stelle, aber dafür sind dann auch das Wort Gottes da, um die notwendige Medizin zu geben, damit auch da wieder Gesundung hergestellt werden kann. Also wenn Jesus als Haupt des Leibes dargestellt ist, dann hat natürlich Paulus nicht vor Augen, dass er jetzt sagt, so, Jesus ist jetzt nur das Haupt eurer Gemeinde, Kolosser. Natürlich denkt Paulus da größer. Er denkt an die weltweite Gemeinde. Und er hat hier auch nicht nur Baptisten im Blick, weiß nicht, ob die werden sich damals noch nicht Baptisten genannt haben, auch wenn sie getauft worden sind. Und auch nicht die freien evangelischen Gemeinden oder was auch immer. Ich will jetzt keinem auf die Füße treten, den ich jetzt nicht nenne. Sondern er hat, wie gesagt, diejenigen im Blick, die durch den Heiligen Geist eine Wiedergeburt erfahren haben und eine lebendige Beziehung zu Jesus als ihrem Herrn und Retter und ihm nachfolgen.
Deshalb entstehen ja, sind ja in der Kirchengeschichte auch ganz unterschiedliche Gemeinden und Kirchen entstanden. Und da, wo Jesus im Zentrum ist, da kann man auch Gemeinschaft leben. Da kann man zusammen beten. Da kann man zusammen anbeten. Und trotzdem darf man sagen, aber meine Heimatgemeinde ist halt, zum Beispiel hier in Unna Königsborn oder eine bestimmte Gemeinde in Hamm oder wo auch immer. Das ist dann nicht das Entscheidende. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen über unseren Königsborner Tellerrand hinausschauen. Es gibt noch mehr als uns. Hoffentlich haben wir das im Blick. Ja, also wir sind nicht die allein wahre Gemeinde hier auf der Welt und auch nicht in Unna. Aber es ist ja gut, irgendwo einen Ort zu haben, wo man sich wohlfühlt, wo man zu Hause ist, wo man das leben möchte, was Jesus uns vorstellt. Also, das ist eine gewaltige Aussage, ein Bildausschnitt mit ganz besonderer Relevanz für uns. Wodurch wird bei uns deutlich, dass Jesus das Haupt ist? Und was würde geschehen, wenn er nicht das Haupt ist? Nehmt diese Fragen einfach mal mit, vielleicht auch in eure Kleingruppe. Ich versuche diesen Gedanken nochmal in dem Leitfaden dann auch nochmal aufzugreifen. Wir müssen weiterkommen mit Blick auf die Uhr. Erst der Anfang, ganz kurz nur. Es hat dieses griechische Wort, arche, hat entweder die passive Bedeutung, Beginn, oder die aktive Ursache, Ursprung. Und das ist die Bedeutung an dieser Stelle. Aber dieser Begriff steht ganz im engen Zusammenhang mit dem nächsten, nämlich der Erstgeborene aus den Toten. Er wird eben auch der Erstgeborene oder Erstgezeugte aus den Toten genannt, in Bezug darauf, dass er der Erste ist, der endgültig von den Toten auferstand und nie mehr sterben wird und deswegen auch die Voraussetzungen gelegt hat, indem er den Tod besiegt hat, für deine und meine Auferstehung von den Toten. Er ist da der Vorgänger, der Vorläufer, der Erste. Und wir dürfen nachfolgen. Und dann sagt Paulus, als er diese fünf Dinge erstmal zusammengefasst hat, damit er, dieser Christus, auch wirklich in allem den Vorrang habe, nämlich der Erste sei. Wer ist ihm gleich? Wer ist wie er? Niemand. Aber es geht dann in Vers 19 mit einem erneuten Denn weiter in der Erklärung, denn die Aufzählung ist noch nicht zu Ende, es fehlen noch zwei. Christus ist auch der Wohnort der Fülle Gottes. Und ich glaube, hier argumentiert Paulus besonders in die Situation der Kolosser und gegen die Irrlehrer, die dort versuchten, andere Botschaften, andere Nachrichten in die Gemeinde hineinzubringen. Mit dem Hinweis auf eine besondere Erfüllung, auf eine besondere Geisterfüllung, auf besonderes Geheimwissen, was man sich eben in einem elitären Zirkel schenken lassen, erarbeiten, wie auch immer kann. Auch sie verhießen durch gewisse Wege, durch Geheimwissen zu einer besonderen Fülle zu gelangen. Aber wahre Fülle in jeder Beziehung ist allein und nur in Jesus vorhanden und das bleibend. Fallen uns da nicht Worte ein, wie Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um ihnen Leben und es in Fülle oder im Überfluss zu geben. Oder Jesaja sagt, er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden gibt er Stärke in Fülle. Jakobus schreibt, wem Weisheit mangelt, wende sich an Gott, der ihm gibt, so viel er will und braucht. Fülle in jeglicher Hinsicht finden wir in ihm. Und Gott hat es gefallen, dort mit der Fülle zu wohnen, in Christus.
Es gefiel Gott, so heißt es im Text, und das bezieht sich auch auf den folgenden Halbvers. Es war Gottes wohlwollende Initiative, alles, aber vor allem uns Menschen mit sich und Jesus, also auf ihn hin, zu versöhnen. Und das tat Gott durch seinen Sohn. Er ist damit eben abschließend, was unser Text anbelangt, auch der Versöhner. Während der Mensch als Sünder in Feindschaft gegen Gott lebt, und das beschreibt er ja dann in unserem Text in Vers 21, und darum Gottes Liebe nur als Gottes Zorn über die Sünde erfahren kann, hat er als Glaubender Kraft der Versöhnung Frieden mit Gott. Vielleicht ein bisschen querer Satz gewesen. Also im Grunde genommen wissen wir, dass da ein Gott ist, der Liebe ist. Aber dieser Gott ist auch zugleich heilig und gerecht. Und über einem Menschen, der fern von ihm steht, steht sein Zorn. Aber auch das ist letztendlich Ausdruck der Liebe Gottes, weil er möchte, dass der Mensch erkennt, er braucht die Gnade, die Gott in seinem Zorn anbietet, um nicht unter diesem Zorn bleiben zu müssen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über diese Geiselbefreiung. Gott hat uns herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hineingestellt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist der eine Aspekt. Und wir haben deutlich gemacht, bei Geiselaktionen muss ja manchmal so ein Lösegeld bezahlt werden. Das hat Gott nicht an den Teufel bezahlt, damit wir frei wurden. Nein, er hat sein Leben hingegeben, aber wer musste, bezahlt ist das falsche Wort, aber wer musste befriedet, wer musste versöhnt werden? Der heilige und gerechte Gott. Er verlangte solch ein Opfer. Und der Sohn war bereit zu gehen und diesen Akt der Versöhnung in Gang zu setzen. Am Kreuz. Und hier schließt sich quasi der Kreis, der eben in Vers 13 mit Gottes Rettungsaktion begann. Jesus, und das ist die Bedeutung des griechischen Wortes versöhnen, er verändert die Lage des Menschen völlig, wenn der sich auf diese Errettung und Versöhnung im Glauben einlässt. Und das heißt als Erklärung eben, wie hat er versöhnt? Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Nicht wir müssen als besiegte Feinde zu Kreuze kriechen, sondern Jesus geht ans Kreuz für dich und mich. Was für ein überragendes Bild. Ich hoffe, ihr habt den ein oder anderen Impuls mitgenommen von diesem unvergleichlichen großen Herrn. Wer ist wie er? Keiner. Niemand ist ihm gleich. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu einer abschließenden Frage. Auch die vielleicht ein bisschen sperrig, ich habe die aber bewusst so gewählt. Wie werde ich sein? Also nicht klein, wie werde ich übermorgen sein, vom Aussehen her oder so, mein Bart ist dann mehr gewachsen oder was auch immer. Nein, wie werde ich sein? Wie werde ich Jesu Eigentum? Wir haben am Anfang davon gesprochen, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Vielleicht kommen die Frommen dazu, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Jesus. Und wir haben heute, glaube ich, auch gesungen von meinem Jesus. Das ist auch theologisch nicht falsch, nur wir müssen aufpassen, dass wir es nicht in der Richtung denken, ja, da kommt jetzt eben noch was Frommes hinzu, was mir jetzt auch gehört. Neben Auto, Haus und Yacht. Nein, es muss andersherum laufen. Ich muss von ihm ergriffen werden. Ich werde sein Eigentum, nicht er meins, über den ich verfügen kann, wie ich gerade Lust und Zeit habe. Ich hoffe, dieser Gedankengang ist ersichtlich. Diesen letzten Abschnitt, die Verse 21 bis 23, könnte man auch überschreiben vom Eins zum Jetzt. Und das Lebensbild von Paulus
würde gut als Anschauungsmaterial hier dienen. Er hat ja auch eine radikale Lebenswende erlebt durch die Begegnung mit diesem gewaltigen Christus. Genauso wie die Kolosser das auch erfahren haben. Aber an dieser Stelle blickt Paulus mit ihnen zusammen noch einmal zurück. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, das war eure Vergangenheit. Feinde Gottes, böse Gesinnung, schlechte Taten, unfähig, etwas zur Ehre Gottes überhaupt zu tun, überhaupt nach ihm zu fragen. Sie brauchten genau diese Versöhnung, diese Rettung, die er jetzt in diesen Bildern ihnen vor Augen gemalt hat. Sie brauchten diesen alles überragenden Christus. Und die Frage lautet eben auch für uns heute nicht, wie erfahre ich Anerkennung und Ansehen in den Augen anderer Menschen, sondern wie erfahre ich Versöhnung? Wie werde ich sein? Wie? Ganz einfach. Indem du dem Evangelium Vertrauen schenkst, das dir sagt, du stehst als Nicht-Erlöster, noch fern von Gott stehender, unter seinem Zorn, unter seinem Gericht. Das ist die schlechte Nachricht der guten Nachricht, aber sie gehört zur guten Nachricht dazu. Und wenn du das begriffen hast, dann lädt Gott dich ein, aber da ist noch mehr, da ist Gnade. Da ist jemand, der für dich in den Riss gesprungen ist. Da ist jemand, der für dich das Opfer gebracht hat, was du nie hättest tun können. Es hätte nicht ausgereicht. Jesus ist da, der für dich in diese Welt gekommen ist, um deine Last zu tragen, um deine Schuld ans Kreuz zu tragen. Vertraue heute dein Leben ihm an, indem du ein ganz einfaches Gebet in deinem Herzen sprichst. Herr, ich möchte dein Eigentum werden. Ich möchte erfahren, was es bedeutet, Vergebung der Schuld in Anspruch zu nehmen. Ich möchte erfahren, was es bedeutet, nicht nach dieser Erfüllung meines Herzens, meiner Bedürfnisse an so vielen Orten in meinem Umfeld immer wieder zu suchen und doch zu merken, das Loch wird nicht gefüllt. Ich möchte deine Fülle erleben, wie du mein Herz in Beschlag nehmen kannst. Und ich möchte dir nachfolgen und dir dienen. Es ist gar nicht so schwer, sein Eigen zu werden. Gott oder Jesus möchte sich vor uns hinstellen. Er will uns so verändern, dass wir in Gottes Gegenwart passen und uns dort wohlfühlen. Auch hier sind nochmal drei Begriffe erwähnt, die wir in Christus eigentlich schon sind, nämlich heilig, ausgesondert, geweiht, für Gott zur Seite gesetzt. Tadellos, das bedeutet fehlerlos, das ist ein griechisch Fachausdruck für ein vollkommenes Opfer. Und unsträflich oder makellos bedeutet unangeklagt, das heißt frei von jeder rechtlichen Anlastung, die noch irgendjemand gegen dich und mich vorbringen könnte. Und dieser Prozess, so sieht Gott uns schon in seinem Sohn und wir sind trotzdem auf dem Weg. Erinnert euch an letzte Woche mit den beiden Gläsern. In diesem Spannungsprozess leben wir noch. Der nennt sich Heiligung. Hier wird er von Paulus aber bereits als Endziel den Kolossern vor Augen geführt. Und so von Gott versöhnt können, dürfen und sollen die Kolosser und auch wir in diesem angebotenen neuen Glauben leben und ihm dienen. Paulus nennt sich selbst am Schluss unseres Textes als sein Diener und genau das dürfen und sollen wir auch. Uns jetzt für ihn in den Dienst geben. Ein Leben führen, das ihn ehrt, das hingegeben für ihn ist. Dieses Evangelium haben sie gehört, es wurde verkündigt und von ihnen angenommen. Es wurde und wird noch überall gepredigt bis in die heutige Zeit hinein. Und diesem Evangelium ist Paulus in besonderer Weise verpflichtet. Und ich denke, jeder, der
dieses Bild von Christus vor Augen gemalt bekommt und sein Leben in seine Hände legt. Ich möchte abschließen mit einem Text aus Jesaja. Es mag sein, dass du selber noch auch als Kind Gottes manchmal am Kämpfen und Zweifeln bist. Wie ist das überhaupt mit meiner Beziehung? Ich merke immer wieder, wie ich der Versuchung nachgebe, wie Sünde mich einholt, wie ich an meinen eigenen Erwartungen in der Nachfolge immer wieder scheiter. Und ich glaube, dieser Vers, auch wenn er natürlich speziell an Israel zunächst einmal gesprochen worden ist, aber er bezieht sich eben auch auf das geistliche Israel, auf Menschen des Neuen Testaments, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und da heißt es aber jetzt, so spricht der Herr, Jahweh, Jesus spricht hier, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Nicht, was ich habe und besitze, ist wichtig, sondern wer mich hat. Und wenn Jesus sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann ist das alles, was wir brauchen. Amen. Wir wollen jetzt dieses Bild ein wenig weitermalen. Und zwar mit unseren Worten. Wir wollen das Lied in Christus singen. Die Band wird uns dabei leiten und auch da werden uns verschiedene Aspekte der Person und des Wirkens unseres Herrn noch einmal vor Augen gestellt. In Epheser 3 heißt es treffend, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederknien, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder ergreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation, für immer und ewig. In Christus soll unser ganzer Halt sein. Thank you.
der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand. Vom ersten Atemzuge an. Und deine Macht in dieser Welt, kann ich im Namen, der mich hält. Bis das Ende dieser Zeit, wenn erscheint in Herrlichkeit. Damit sind wir am Ende unseres Gottesdienstes für heute. Wir werden hier noch das Abendmahl feiern, aber von euch zu Hause müssen wir uns an dieser Stelle verabschieden. Wir wollen aber noch gemeinsam beten und auch uns alle und euch unter den Segen Gottes stellen. Ein Gebetsanliegen möchte ich euch gerne mitgeben, hier in den Raum und auch nach Hause. Lilly Pankratz mit ihren drei Kindern wird am Dienstag nach Hause fliegen von Kalifornien. Ursprünglich war es eigentlich für morgen geplant und dass auch ihr Mann Eduard mitkommt. Das ist aber aufgrund Corona jetzt alles anders und sie hat schon etwas Sorge, dass ob das alles klappt, so mit den drei Kindern dann noch mit allem Gepäck dabei, wollen wir einfach da an sie denken, für sie beten. Also Dienstag ist der Rückflug nach München geplant und von dort werden sie dann abgeholt und dann auch nach Hause gebracht. Eduard muss noch ein bisschen bleiben, um die Sachen dort vor Ort abzuschließen von seiner beruflichen Situation her. Eduard und Lilly, wenn ihr unseren Livestream verfolgt oder später reinschaut, an dieser Stelle ganz herzliche Grüße von uns. Wir wollen auf jeden Fall an euch denken. Und Lilly, wir wünschen dir Frieden Gottes in dein Herz und gutes Gelingen. Er wird euch schützend begleiten für euren Heimflug. Seid bewahrt und wir freuen uns schon sehr auf euch, dass wir uns auch bald dann hier in der Gemeinde wiedersehen. Eduard, dir Gottes Gelingen für all das, was für dich noch in Kalifornien ansteht. Auf jeden Fall wollen wir auch da an euch denken. Elke und Magnus, auch an euch wollen wir denken, auch gleich im Gebet, weiterhin viel Kraft, diese Durchstrecke, diese Wüstenzeit auszuhalten, dass ihr auch da Gottes Hilfe und Kraft erlebt. Seid auch da behütet und wisst euch getragen von einem gewaltigen und überragenden Gott und auch durch unsere schwachen Gebete. Wir wollen noch beten. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen für das, was du uns in deinem Sohn geschenkt hast. In ihm, so schreibt Paulus, ist die Fülle Gottes leibhaftig. Und von uns darf es heißen, da wo wir dich, Herr Jesus, in unserem Leben haben, wo du ja uns, dich als Eigentum angenommen hast, da wollen wir einfach staunend Danke sagen. Wir wollen dich bitten, dass wir das mehr und mehr erkennen und auch anwenden können auf unser Leben. Wir wollen dir Danke sagen, Herr, dass dieses Gemälde noch längst nicht abgeschlossen, noch nicht vollends entdeckt ist, aber dass du uns mit hineinnimmst in diesen gewaltigen Reichtum. Und so wollen wir uns dir anbefehlen für die kommende Woche. Wir wollen dir Magnus und Elke und den kleinen Luca anbefehlen, wollen dich bitten, Herr, dass du sie tröstest, ihnen deine Kraft darreißt, von der du gesprochen hast, die in den Schwachen mächtig wird, dass sie das erleben dürfen. Wir wollen dich bitten für Lilly, für den Flug am Dienstag, dass du alles vorbereitest, ihnen einen guten Heimflug schenkst, dass alles gut gelingt, dass sie keine Sorge zu haben braucht und dass du auch bei Eduard dort bist und ihm auch hilfst, wenn bei all dem, was er noch dort abzuschließen hat. Und wir wollen dir auch nochmal Danke sagen für Timothy Derksen und für das Geschenk, was du Deborah und Valentin geschenkt hast. So segne auch sie ja in dieser neuen, vergrößerten Konstellation ihrer jungen Familie, dass sie auch da deine Freude und deine Hilfe erleben dürfen. Herr, und du siehst, was ein jeder von uns heute mitgenommen hat, was er braucht für den Alltag.
So danken wir dir, dass wir uns dir anbefehlen dürfen und uns unter deinen Schutz und Segen stellen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.